Wie aus, gehen sie aus der Ecke. Der Vogel bewegt sich. Okay, die Krähen fliegen. Diese Szene eines Kirchenhofs in Derbyshire wurde mit einem Prozess erstellt, den man Fotogrammetrie nennt. Okay, das kennen wir schon, gibt ihn schon öfter in Länge. Man macht dafür viele digitale Fotos aus verschiedenen Positionen und Winkeln und lässt sie dann durch eine spezielle Software laufen. Schlichtweg Entfernungsdaten und dann auf die Objekte, die gescannt wurden, die Texturen auflegen. Okay, das ist der Punkt. Man sieht das Dorf. Okay, da hinten ist ein bisschen neblig. Nennen wir es mal so. Dürfte Scanner nicht hingekommen sein. Und man sieht. Ja, sieht man es hier besser? Verschiedene Schnitte im Gras. Als ob sich bis dahin dann schon der Schatten bewegt hat. Ansonsten die Schatten. Ist jetzt die Frage, ob die Schatten noch zusätzlich draufgelegt wurden. Hier sieht man auch Textur. Hat hier ein. Ups. Komme ich langsam an die Grenzen vom Raum. Einen Schatten geworfen, der danach belichtet, nachgelegt wurde, um das Gras auszugleichen. Bei sowas sollte man tatsächlich dann jetzt halt anfangen, das Gras von nebenan zu kopieren und ein bisschen reinzulegen. Dort vorne sind auch ein paar Schlieren im Gras. Je nachdem, von wo gescannt wurde, dann mit weniger Details. Aber es sieht schön aus. Gras sieht auch sehr, ja, echt aus. Sieht jetzt nicht aus, als ob es bloß auf flach aufgeklebt wurde. Der Schatten der Hand zeigt auch wieder Störungen. Also dürfte sich auf jeden Fall ein bisschen verändern. Schauen wir doch mal nach. Gehen wir bis zum letzten Eck. Oh ja. Einzelne Lücken. Einzelne Grobheiten. Okay. Da ist der nächste Punkt im Raum. Moment. Oh ja. Nö, hier steht nichts. Kein Punkt. Einbuchtungen. Okay, dafür ist vielleicht das Ganze nicht gedacht, dass man so nah rangeht, aber vom technischen Standpunkt ist interessant, wie sie diesen Effekt, dass es nicht bloß eine glatte Ebene ist, erreicht haben. Wahrscheinlich extra hierher gesetzt, dass die Leute nicht den Baum angucken. Wenn es ein Baum ist, könnte ein Busch sein. Sieht nach einem Busch aus, der sich wahrscheinlich bewegt hat im Wind. Da fallen auch ein paar Blätter. Formmäßig könnte es tatsächlich ein Busch sein. Aktiviert. Aufnahme. Diese Tür am Anfang von Januar 2016 in einer kurzen Pause zwischen den Winterstürmen aufgenommen. Sie wurde aus ungefähr 450 Fotos erbaut, die über den Zeitraum einer halben Stunde aufgenommen wurden. Man muss die Fotos sehr schnell schießen, um Sonnenlicht, Schatten und Umgebungseinflüsse des Moments einzufassen, doch. Also tatsächlich, ja, auch auf eine halbe Stunde können sich die Schatten leicht gedreht haben und deswegen sieht man einzelne kleine Schatten, die etwas krumm liegen. Okay.
Gehen wir mal weiter. Okay. Eine Ecke, eine Ecke, eine Ecke. Wir gehen mal ganz bis in die Ecke, Ecke. Okay, ich habe nur 2 Schritte, ein Schritt, 2 Schritt, 3 Schritt. Das ist jetzt natürlich für einen Entwickler natürlich ein bisschen der interessantere Augenblick. Was passiert, wenn man über die Kante des Gescannten hinausgeht? Man sieht auch hier irgendeinen Busch. Der am Ecke meines Raums meint. Und Einbuchtungen, ja, da bricht dann das Modell komplett weg. Wahrscheinlich war ein Busch da. Tracking setzt aus, soweit bin ich wieder in meinem Raum in der Mitte, aus der Mitte. Und auch hier keine Modelldaten, keine Textverdaten. Das Modell wurde notdürftig geschlossen. Immer wieder zurück auf den Pfad. Bei solchen Sachen würde ich gerne den Raum drehen, weil ich habe keinen symmetrischen Raum und wäre doch schön, das zu wissen, wie es da hinten aussieht. Und hepp. Okay. Gucken wir mal rein. Wo ist mein Raum? Ach, mein Raum ist 45 Grad Winkel jetzt zu Denny kann. Oh, hier bricht auch alles zusammen. Sieht aus, als würde die Matrix die Kohärenz verlieren. Man könnte ja auch das Board mal ausbessern. Lauter Kanten drin. Lässt sich irgendwas da lesen? Ja, nein. Wahrscheinlich, wenn Sie von der Kirche genug haben, kommen Sie zum Shaolin-Tempel. Irgendwas, irgendwas. 30. 9 Uhr. Bewehr! Es lässt sich zumindest lesen. Die behütet euch und Ruf. Na, Grüße. Unwahrscheinlich eine Vermisstenanzeige. Habt ihr sie gesehen? Dann meldet euch. Seminar TV. T Seminar TV. Careful. Angebot der gelben Hand, der Geheimorganisation der gelben Sonne beizutreten. Nee. Wer weiß das schon? Immer mal zurück. Das fliegende Krähe macht Unbehagen. Apropos Krähe. Da ist die schon wieder. Oh, sie flattert jetzt. Ah, flattern ist besser. Flatter, flatter, flatter schaut besser aus. Wir rucken jetzt mal eine Krähe auf die Pelle. So, ab wann geht denn meine Wand hier wieder an? Ah, eine Wand. Ah, habe die äußerste Kante erreicht. Hier bricht auch alles zusammen. Braver Vogel, brav.
Man kann vielleicht davon ausgehen, dass der Grabstein etwas dicker sein sollte. Oder wenn es so eine Platte ist, dass das nicht ins Gras so übergeht. Aber. Ah, ich stehe an meinem Ofen. Ich warte noch, bis er auf sich zum Adler entwickelt. Etwas kantiges Muster, als dass man ihm wahrscheinlich auf die Füße gucken sollte. Sagt der Rabe, gehen wir mal. Auch ein Schatten, ein Scan-Schatten. Wahrscheinlich von dieser Position keiner gescannt. Sieht man auch hier recht gut. Die Dachrinne, die von oben kommt, hat einen Schatten aus der Richtung auf die Wand geworfen und hier findet sich deswegen keine Textur. Das heißt, von hier, von diesem Punkt, wo wir gerade stehen, hat keiner gescannt. Sonst wäre die Richtung natürlich erfasst worden. Wahrscheinlich das Rohr so dick wie hier zum Beispiel und dann wäre das hier geschlossen. Auch ein Punkt, wo keiner gescannt hat. Flache Seite von vorne und von hinten fehlt. Den Controller vor das Gesicht halten ist nicht unbedingt eine tolle Lösung. Ich glaube, da schneide ich raus. Super. Ein detaillierteres Modell. Man erkennt sogar, dass es anscheinend Gesichter sein sollten, links und rechts an der Tür. Ein gotischer Bogen? Wahrscheinlich ein gotischer Bogen. Schatten. Der Schatten verrät wieder, es ist ein raues Modell an der Stelle. Aber detailreich mit den Knöpfen. Ah, die Knöpfe, man erkennt, dass sie auch herausstehen. Am liebsten anklopfen und die Typ gut achten. Ein schönes Modell soweit. Auch die Glasfenster kommen sehr schön raus. Wahrscheinlich auch nicht so rau, wie es hier angezeigt ist. Gehen wir mal daher. Kamera. Für diese Erfassung wurde eine digitale Spiegelreflexkamera und zwei Kameraobjektive verwendet. Ein universelles Weitwinkelobjektiv. Das war der Vogel. Weitwinkelobjektiv und ein extra Weitobjektiv für weitere Abdeckung, die für die ganzen Unheimlichen dieselben manuellen Darstellungsoptionen verwenden, damit sie für den anderen eine konsistente Belichtung herrscht. Okay, also alles gleich beleuchten, damit es zusammenpasst. Auch sehr schön. Ein Auto. Einige hundert Meter entfernt befindet sich die Himmelskuppel, die hauptsächlich von Fotos am Rand gemacht wurde und am Zenit zu Farbverläufen geblendet wird. Mit Photoshop. Durch den blauen Himmel wurde dies viel einfacher. Matte Verzerrungen reduzieren die Zeitbelichtung. Dies muss vorsichtig gemacht werden, damit es nicht aussieht wie eine Kuppel. Ja, mit dem blauen Himmel. Man erkennt jetzt nicht, dass das wahrscheinlich gar nicht mal so hoch ist oder so weit weg. Er fliegt auch ein bisschen sehr oft hier rum, die Krähe. Ah, auch da vorne bricht das Modell dann zusammen mit den Schatten. Ein schöner Busch oder Baum, Buschbaum. Teleportieren wir uns mal weiter. Mal das Kabel kurz entwirren. Einen Moment. Das, besser ist das.
Was steht denn hier? Geometrie und Texturen. Diese 10 wurde mit einer Kombination aus Reality Capture und Agisoft Photoscan erstellt. Kennt beide Software nicht. Nachdem wir viele digitale Fotos hatten, haben wir diese Programme genutzt, um ein 3D-Modell zu berechnen und eine Textur zu erstellen, die dem Modell die Farben verleiht. Ist ja ein texturiertes Modell. Und das Resultat anschließend in die Destination Workshop Tools gepackt. Okay. Lune Vaughn. Blickrichtung. Wegen der vorausgegangenen Stürme waren die Straßen und das Gras sehr dunstig, was sehr lebhaft und die schwache Wintersonne widerspiegelt. Dieser vom Blickpunkt abhängige Reflexionsgrad hat dazu geführt, dass das Licht etwas flächig war, was in Photoshop teilweise bereinigt wurde. Ein weiteres Problem war, dass die Sonne direkt in die Kameraobjektive geschienen hat. Okay, ja, das kann ein großes Problem sein. Man sieht aber auch schön das Auto, die Straße. Ah, auch wieder, wo es nicht gescannt werden konnte. Statistiken. Das Netz besteht aus etwa 2 Millionen Dreiecken und verwendet 14 quadratische 8K-Texturen. 12 nur aus Farbe für die gescannte Geometrie, eine für aus Farbe für entfernte Gebäude und die Himmelskuppel. Und eine aus Farbe und Transparenz für die Bäume und sonstige teilweise transparente Vegetation. Transparent, okay, da oben vielleicht die transparenten Ecken. Die Punkte verraten einem nichts. Oh, geht nur ganz ein Stück weiter. Vegetation, die Bäume oben wurden erstellt, indem Futter grobe Region produziert wurde. Dann wurde der blaue Himmel der Blutfinger in die Photoshop entfernt. Okay, Blätter drauf und dann der Rest raus. Navigation in VR is mostly due to where photos were taken from. The grass was really wet, so care was taken not wander too much from the path as a result. Cameras are not ideal for raising the future you get. This navigation area. Okay, Kameraposition. Auch wieder Darstellungen. Ah ja. Gehen wir mal kurz zurück. Dann dürfte ich hier mit meinem Ding recht haben. Okay. Das war die Kameraposition, die von hier aufgenommen hat. Die schaute nur in diese Richtung. Keiner schaute in diese Richtung an dieser Stelle. Also alle nur. Okay. Ja, geklärt. Auch sehr schön mit der Kameraposition, dass man sieht, wie viel in welche Richtung gescannt wurde. Kamera in die Richtung, Kamera in die Richtung, zurück. Ah, ich habe schon wieder Kabel zwischen die Füße. Sehr viel schön. Cleanup. Zum größten Teil ist die Szene aus gescannter Geometrie entstanden, die von Reality Capture sprechen wollte. Zusätzlich wurde etwas gesäubert, unnötige Geometrie wurde rausgeschnitten, Löcher wurden gefüllt, das haben wir gesehen. Und ein paar zerflossene Grabsteine wurden nachgebessert. Gebäude in der Entfernung wurden neu modelliert, basierend auf dem groben, lückenhaften Modell. Schatten. Holen Sie alles aus den dynamischen Fotos aus, die Anpassung der Augen. Schattige Bereiche, die auf einem Monitor zu dunkel aussehen, werden mit dem VR-Headset ausgezeichnet dargestellt. Okay, ja, man soll es auf jeden Fall Dings testen. Okay, das war's. Der Rest da hinten ist nicht erreichbar, zumindest in der aktuellen Fassung nicht.
Man sieht auch hier hinten, das Modell bricht zusammen. Moment. Wand, 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 Wand. Stuhl. Weil wir kommen erstmal überall hin. Autsch. Oh. Eine Lücke im Modell. Kann die Umgebung sehen und wie weit hier hinten die Kuppel weg ist. Wichtig bei der Kuppel, dass die tatsächlich auch entfernungstechnisch passt. Ansonsten sieht es aus, als ob der Himmel in etwa die Entfernung zum Beispiel hat und man der Hintergrund vor dem Vordergrund wäre. Wurde bei ein paar Spielen früher gemacht, um dementsprechend Rechnerleistung zu sparen. Bei VR sollte man auf jeden Fall daran nicht sparen. Ich sehe auch da vorne ein paar kaputte Modelle, aber ansonsten, auch das Haus sieht sehr modelliert aus. Würde gerne hin und das Modell mir angucken, aber leider werden wir nicht gelassen. Deshalb jetzt zum Schluss nochmal an einen lichteren Ort. Sonne. Und zum nächsten. Das war jetzt die englische Kirche oder war das die englische Church? Das war der. Dort war der. Ersteller Ju, Ersteller Welf. Interagieren die Modelle eigentlich mit dem Modell? Ja. Muss man es übertreiben? Ja. Wie soll man es ansonsten ausprobieren? Ist der besser? Der ist besser. Es ruckelt ein wenig. Tatsächlich läuft es dem Pfad entlang. Bis runter sauber alles modelliert und okay. Okay, das war der Infoknopf. Fertig. Avatare, Orte. Was haben wir denn im Workshop alles? Haben wir schon was Schönes drin? Toronto Workshop. Hotel Bedroom. Type Destination von Neil.